B1.4. Zeigen Sie rechnerisch, dass die Winkel DNCNBN stets das Maß 75,96 Grad besitzen. So, erstmal überlegen, wo liegt dieser Winkel überhaupt. Wir brauchen den DCB, also der da, oder hier im zweiten, in der zweiten Zeichnung, der hier. Okay, diesen Winkel soll man berechnen und sobald man im Koordinatensystem ist, dann kann man sich überlegen, entweder man kann die trigonometrischen Sätze, also Sinus, Cosinus, Tangens, im Dreieck berechnen. Aber man fällt vielleicht auf, hier haben wir kein Dreieck gegeben. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit, nämlich mit Hilfe der Steigung einer Geraden. Da finden wir in der Formelsammlung auf der Seite 12 den passenden Hinweis. Da heißt es nämlich, m ist gleich Tangens von Alpha. So, dieses Alpha hier entspricht dem Steigungswinkel zu einer Geraden. So, dazu muss man natürlich wissen, was das ist. Und zwar von der x-Achse, also der Winkel zwischen der x-Achse und der Geraden, beziehungsweise einer Parallelen zur x-Achse und der Geraden. Und wir sehen hier, dieser Winkel hier liegt auf der Geraden, also der Punkt C1 liegt auf der Geraden. Das heißt, wenn ich jetzt eine Parallele durch den Punkt C1 zeichne, dann ist der Steigungswinkel dieser Geraden genau hier zu finden. Also das ist dieser Alpha hier, dieser Winkel. So, und wie komme ich dann auf den Orangenen? Indem ich dann ganz einfach rechne, hier der komplette Winkel sind 90 Grad, also 90 minus diesen Steigungswinkel, dann bleibt genau der orangene Winkel DCB zurück. Also, rechnen wir zuerst den Steigungswinkel aus. Ich nenne diesen Winkel jetzt einfach mal Alpha 1, um dann nicht durcheinander zu kommen. Also Tangens von Alpha 1 ist gleich die Steigung der Geraden MG. Dann setzen wir die bekannten Größen ein. MG ist 0,25. So, und jetzt kann man das entweder mit Hilfe des Solvers ausrechnen oder wir benutzen die Umkehrfunktion zum Tangens, also Tangens hoch minus 1. Und dann folgt daraus, Alpha 1 sind 14,04 Grad. So, dann muss ich jetzt nur noch den Winkel DCB ausrechnen. Also DNCNBN ist gleich dieser rechte Winkel hier minus dieser Steigungswinkel, also 90 Grad minus Alpha 1. Das sind 90 Grad minus die 14,04 Grad. Also unsere gesuchten 75,96 Grad.